Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und meine Herren. Mein Name ist Jörg Schuren und bin hier in der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein unter anderem verantwortlich für das Thema Zoll- und Außenwirtschaftsrecht und natürlich auch in diesem Zusammenhang für das Thema Exportkontrolle. Wir haben uns heute für ein Thema entschieden, was vielleicht gar nicht so alt ist, sondern oder besser gesagt, eigentlich schon sehr alt ist, nämlich den Umgang mit Sanktionslisten. Zu Beginn dessen hat man von Terrorlisten gesprochen. Also nicht wirklich etwas Neues und trotzdem tauchen auch im täglichen Beratungsgespräch immer wieder Fragen auf, was den Umgang betrifft. Typische Fragestellung eben halt, muss ich überhaupt, soll ich überhaupt, wenn ja, wie und was muss ich dabei beachten und Sanktionslisten, ganz frühe Terrorlisten, fingen schon 2001 mit den Anschlägen in New York an. Und das hat sich natürlich dann in der Zeit in der entsprechenden Form entwickelt. Jeder hat die Frage gestellt, muss ich, darf ich, soll ich, wenn ja, wie muss ich machen, welche Instrumente habe ich. Und es ist nicht nur damit getan, dass wir über das EU-Recht sprechen, was erstmal primär von Bedeutung ist, sondern im gleichen Zeitraum hat sich eben halt das US-Exportkontrollrecht und auch damit verbundene Finanzsanktionslisten oder Personenlisten an Bedeutung gewonnen, auch für die Unternehmen hier in Deutschland oder in Europa. Und auch da wird Herr Dr. Ehrlich einen kurzen Einblick zu gewähren. Und ich möchte jetzt gar nicht so lange vorreden, sondern Herrn Dr. Ehrlich an dieser Stelle direkt das Wort übergeben und freue mich auf die nächsten anderthalb Stunden mit Ihnen gemeinsam. Wie gesagt, nutzen Sie das Chatfenster für Ihre Fragestellung. Ich werde Sie dann hinterher mit Herrn Dr. Ehrlich gemeinsam, wie sagt man so schön, in einer kleinen Talkrunde dann behandeln. Ja, vielen Dank, Herr Schuren, für die einleitenden Worte. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen für unsere Veranstaltung im Rahmen der Reihe zur Exportkontrolle. Vielleicht ganz kurzer Hinweis noch zu meiner Person. Das Thema Exportkontrolle übernimmt inzwischen einen ganz überwiegenden Teil meiner anwaltlichen Arbeit. Ja, wir wollen uns das Thema Sanktionslistenprüfung heute näher anschauen. Ich wechsle mal über zu der nächsten Folie. Ich habe ja zur Orientierung, wo wir uns befinden mit diesem Thema, einen Gesamtüberblick Exportkontrolle hier nochmal dargestellt. Da geht es ja im Tagesgeschäft, wenn entschieden werden muss, müssen wir Genehmigungspflichten beachten, gibt es Verbote, die wir beachten müssen, gibt es ja diese vier Bereiche, die man überprüfen muss. Und eben neben der Güterkontrolle ist meine Ware auf einer Güterliste gelistet. Neben der Länderkontrolle hindert ein Embargo mich daran, zu liefern. Und der Kontrolle des Verwendungszwecks habe ich irgendwie Kenntnis über eine sensitive Verwendung, spielt eben in dem Kontext die Personenkontrolle eine entscheidende Rolle. Streng genommen trifft die Sanktionslistenprüfung gar nicht die Exportkontrolle, weil die Sanktionslisten auch dann greifen, wenn ich ein reines Inlandsgeschäft habe. Aber üblicherweise wird es halt im Rahmen der Exportkontrollprüfung mit behandelt. Wir gehen dann weiter. So, die Frage also erst einmal, muss ich das überhaupt machen? In meinen Seminaren stelle ich schon mal die Frage, wer von den Unternehmen macht eigentlich Sanktionslistenprüfung. Das ist zwar in den letzten Jahren deutlich mehr geworden, also der Anteil der Unternehmen, die Sanktionslistenprüfung durchführen, aber es gibt auch immer noch Unternehmen, die es nicht machen. Und dann ist natürlich die Frage aus den Unternehmen, muss ich das überhaupt machen? Und da ist so, dass der Gesetzgeber nicht anordnet, dass geprüft werden muss. Er hält sich raus auch aus der Frage, wie das geprüft wird und wer geprüft wird. Dazu gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Aber der Gesetzgeber fordert, dass eben das richtige Ergebnis am Ende herauskommt, dass nämlich an eine gelistete Person kein Geld und keine wirtschaftliche Ressource bereitgestellt wird. Und deswegen gehen Unternehmen, die keine Sanktionslistenprüfung durchführen, nicht unerhebliches Risiko ein. Und wie viel ist in der Exportkontrolle und auch ganz allgemein im Bereich der Compliance hängt
viel davon, was ich mache und was ich nicht mache, von einer Risikoabwägung ab. Eine Risikoabwägung, ausgehend von der Frage, inwieweit bin ich von diesem Rechtsbereich überhaupt betroffen, wie schätze ich das Risiko ein, dass ich Gesetzesverstöße begehe. Und dann muss am Ende die Entscheidung im Unternehmen getroffen werden, wie konzipiere ich meine Exportkontrolle, was mache ich nicht an Überprüfungsmaßnahmen. Und dann wird daraufhin eben die Organisation der Exportkontrolle fürs jeweilige Unternehmen dann zugeschneidert. Und es gibt Unternehmen, für die das Thema Sanktionslistenprüfung eben nicht so relevant ist. Und da kann es eine Entscheidung der Geschäftsführung sein, anzuordnen, nein, das Thema machen wir nicht. Also nehmen Sie sich ein Unternehmen, das ganz spezielle medizinische Geräte liefert und das nicht weltweit, sondern an eine handverlesene Auswahl von Krankenhäusern und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. Wenn Sie dann ein oder zwei Dutzend solcher Kunden haben und das sind immer die gleichen und die kennen Sie alle persönlich und vielleicht haben Sie die auch einmal anhand der Sanktionslisten überprüft. Wenn Geschäftsführung in so einem Unternehmen sagen würde, das war es jetzt zu dem Thema Sanktionslistenprüfung, das machen wir nicht mehr, dann ist das eine zumindest nachvollziehbare Entscheidung der Geschäftsführung. Wenn aber ein Unternehmen vielfältige internationale Beziehungen pflegt und immer wieder neue Kunden auch dazukommen und das Warenangebot ist vielfältig und man arbeitet auch mit Technologie und vielleicht auch noch mit Software und da sind auch Embargo-Länder dabei, dann wäre es also risikoreich, auf das Thema Sanktionslistenprüfung zu verzichten. Und die Risikoabwägung ist halt am Ende Aufgabe der Geschäftsführung. Das sollte definitiv kein Sachbearbeiter für das Unternehmen entscheiden, ob Sanktionslistenprüfung durchgeführt wird oder nicht. Also gesetzliche Vorgabe über das Ob und Wie gibt es nicht, aber Unternehmen schulden dem Staat gegenüber das richtige Ergebnis. Die Strafbarkeit einer schuldhaften Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen an eine gelistete Person, wenn man Ende noch erörtern, aber ich weise schon an der Stelle darauf hin, das ist eben strafbewehrt. Und dann kommt das Thema US-Recht noch dazu, und in den letzten Jahren halt verstärkt, der Anspruch der Amerikaner, dass ihre Vorschriften weltweit beachtet werden. Und deswegen gebietet auch das US-Recht bei dem Thema Sanktionslistenprüfung eben doch einen gewissen Aufwand zu betreiben. So, zum Thema ob ich also Sanktionslistenprüfungen durchführe oder es ganz unterlasse, dazu hatte ich gerade ausgeführt. Individuelle Risikoabwägung ist also erforderlich und die Kriterien hier nochmal zusammengefasst. Umfang des Kundenkreises, welche Lieferländer sind bei mir involviert, wie ist mein Warenkatalog und so weiter. So, die Umsetzung der Sanktionslistenprüfungen im Unternehmen. Ja, vermehrt stelle ich fest, dass Unternehmen eine Prüfsoftware einsetzen. Das ist auch in vielen Fällen hilfreich und erspart die Einzelfallprüfung unter Verwendung des Internets. Da komme ich gleich noch dazu. Das wäre nämlich die Alternative, dass man Internet-Tools nutzt, um diese Sanktionslistenprüfung durchzuführen. Da geht es natürlich um die Frage der Praktikabilität. Ja, wie schätze ich den Aufwand in meinem Unternehmen ein? Wie viele Fälle von Sanktionslistenprüfungen hätte ich manuell durchzuführen? Und wie viel Personal bindet diese Prüfung übers Internet? Ist es dann vielleicht wirtschaftlicher, wenn ich eine Prüfsoftware einsetze? Ja oder nein? Wie steht das dann im Verhältnis zu den Kosten, die für diese Software anfallen? Und am Ende ist es dann eine wirtschaftliche Entscheidung, zu welchem Weg man da tendiert. Der Einsatz einer Software könnte dazu verleiten, eben nicht mehr im Einzelfall sorgfältig zu überprüfen und nochmal den Fokus auf den Einzelfall zu richten, sondern sich eben auf die Arbeit der Software zu verlassen. Umgekehrt kann es auch dazu kommen, dass eine Prüfsoftware Ergebnisse
mitteilt, die dann zumindest missverständlich sind. Ich denke da an einen Fall, in dem ein Unternehmen eben eine Trefferanzeige bekam. Das war bezogen auf eine Bank aus dem russischen Bereich. Und übers Internet bekam man diese Trefferanzeige nicht. Und das hing damit zusammen, dass diese Prüfsoftware eben auch Listen mit einbezog, die nicht dieses Bereitstellungsverbot betraf, sondern lediglich Kapitalmarktgeschäfte mit dieser Bank eben ausschloss. Und das war in dem Fall, um den es da ging, dieser Bereich war gar nicht betroffen. Und dann führte dieser Listentreffer, die die Software angezeigt hatte, führte dann eben zu Verwirrung und zu einem missverständlichen Ergebnis. Also das kann dann auch noch passieren. Aber das ist selten der Fall. In der Regel arbeitet die Software natürlich sehr zuverlässig. Hängt natürlich auch ab davon, inwieweit ich zuverlässig meine Stammdaten pflege, wen ich im System eingebe, denn nur diejenigen werden dann auch überprüft. Und das muss natürlich dann mit entsprechender Sorgfalt betrieben werden. Wen prüfe ich dann überhaupt oder wen muss ich für so eine Software in den Stammdaten hinterlegen? Zunächst einmal natürlich mein Vertragspartner, der Kunde, der muss geprüft werden. Es geht allerdings, nochmal zur Klarstellung, nicht nur um die Beziehung zu den Kunden, sondern auch im Verhältnis zu Lieferanten, denn die würden sie ja für die Warenlieferung bezahlen und dieses Geld dürfte an eine gelistete Person auch nicht ausgezahlt werden. Also in alle Bereiche strahlt das aus, das Thema Sanktionslistenprüfung nicht nur im Verhältnis zu den Kunden und deren Umfeld, sondern eben in alle rechtlich erheblichen Beziehungen eines Unternehmens. Auch eigene Mitarbeiter würden grundsätzlich darunter fallen. Die dürfen dann nämlich auch nicht beschäftigt werden bzw. keinen Lohn bekommen. Okay, also Kunde, bleiben wir mal bei dieser Beziehung. Und zwar der Kunde als Rechtsperson. Die handelnden Personen, ich habe es hier aufgeführt, werden oder müssen jedenfalls, mehr machen kann man immer, aber die müssen nicht überprüft werden. Wenn Sie also mit einem Einkaufsleiter zu tun haben auf Kundenseite oder mit anderen handelnden Personen, so müssen die nicht dieser Sanktionslistenprüfung unterzogen werden. Das gleiche gilt für Geschäftsführer, auch die müssen nicht gesondert überprüft werden. Zu den Gesellschaftern komme ich gleich noch gesondert. Neben dem Kunden gibt es auch die Fälle, in denen ein Empfänger Ihrer Warenlieferung abweicht vom Kunden, nämlich dann, wenn Ihr Kunde Sie anweist, an einen Dritten zu liefern, dann würde dieser Empfänger auch anhand der Sanktionslisten zu prüfen sein. Das wird bei denen, die mit der Software arbeiten, aller Voraussicht nach auch im System erfasst sein, weil sie eine Lieferung an den Empfänger häufig nur auslösen können, wenn diese Person eben im System erfasst ist. Beim Endverwender ist das nicht zwingend notwendig. Wenn Sie also Ihren Kunden beliefern oder einen dritten Empfänger beliefern, dann kann es immer noch dazu kommen, dass der Endverwender Ihrer Lieferung eine weitere Person ist. Und die wäre nicht zwingend, also was die Abläufe im Unternehmen angeht, nicht zwingend im System anzulegen. Dann kann es zu Lücken kommen. Das gilt immer dann und könnte dann bei Außenwirtschaftsprüfungen bekannt werden. Wenn sich aus der Korrespondenz zu einem bestimmten Liefervorgang ergibt oder Anhaltspunkte ergeben dafür, dass ein Endverwender noch eine weitere Person ist. Und wenn dieser Endverwender, der in Ihren Stammdaten nicht angelegt wurde, aber auf einer Sanktionsliste geführt wird, dann wäre das ein beachtenswerter Umstand gewesen. Und daraus kann sich dann ein Rechtsverstoß ergeben. Also Kunde, Empfänger, Endverwender, da jeweils die rechtlich erhebliche Person, das wären die Personen, die zu überprüfen sind, die auf jeden Fall zu überprüfen sind. Bei den anderen handelnde Personen, Geschäftsführer, kann man zwar prüfen, aber
Da würde ich jetzt keine Empfehlung aussprechen. Bei den Gesellschaftern, wie gesagt, da komme ich gleich noch dazu, da gelten schon andere Maßgaben. Zu den Intervallen einer Überprüfung. Wer eine Software einsetzt, hat die Möglichkeit, die Intervalle unterschiedlich einzustellen. Also die rundum sorglos Variante wäre ja die tägliche Überprüfung. Dann brauchen sich im Unternehmen überhaupt keine Gedanken zu machen, dass irgendeiner zwischen Anlage der Stammdaten und der Lieferung irgendwo dazwischen rutscht zeitlich und dem Prüfvorgang, dann da haben sie keine Probleme und um sorglos eben. Es gibt Unternehmen, die haben da etwas großzügigere Intervalle. Ist ein Unternehmen bekannt, die machen das einmal monatlich und zwar über einen externen Anbieter. Der kriegt dann einen Datenstick und einmal monatlich gibt er dann die Rückmeldung, ob da jemand gelistet ist dabei ist oder nicht. Das klingt erstmal recht waghalsig, weil in einem Monat kann viel passieren. Aber in diesem Unternehmen war es so, dass versichert werden konnte, dass man innerhalb eines Monats niemals eine Lieferung auslöst. Also wenn die Bestellung des Kunden eingeht, bis zur Lieferung vergeht immer mehr Zeit als ein Monat und so konnte das Unternehmen dann ausschließen, dass dieser Intervall rechtliches Risiko beinhaltet. Ja, dann ist das eben die individuelle Risikobewertung eines Unternehmens und kann dann auch so gemacht werden. Wer führt das durch im Unternehmen? Also die manuelle Sanktionslistenprüfung oder die Überwachung und Auswertung der Softwareprotokolle? Ja, das ist auch natürlich gesetzlich nicht vorgegeben und hängt dann ausschließlich von Praktikabilitätserwägungen im Unternehmen ab, wenn man damit betraut. Wichtig wäre nur wenn es nicht die Exportkontrollabteilung macht, die Kommunikation zwischen denen, die Sanktionslistenprüfung durchführen und der Exportkontrolle, dass das zeitnah dann eben kommuniziert wird, wenn es dazu Trefferanzeigen kommt. Die Dokumentation ist wichtig. Sanktionslisten ändern sich auch schon mal. Und wenn Sie in einem Jahr, sagen wir mal 2018, eine Prüfung durchgeführt haben, und die ist ergebnislos verlaufen, dann sollten Sie das dokumentieren. Denn wenn, ein, zwei Jahre später eine Außenwirtschaftsprüfung stattfindet und der Prüfer konfrontiert das Unternehmen mit, seinem Ergebnis, dass, Ihr Kunde ja gelistet ist, dann sollten Sie nachweisen können, dass es im Zeitpunkt Ihrer Prüfung und Ihrer Lieferung, Ihrer Bereitstellung von wirtschaftlichen Ressourcen eben noch nicht so war, dass dieser Listeneintrag vorlag. Deswegen Dokumentation ist da schon ein wichtiger Punkt. Welche Sanktionslisten prüfe ich eigentlich? Ja, wir hier in Deutschland sind natürlich gebunden an das EU-Recht und deswegen sind für uns in erster Linie die EU-Sanktionslisten von Bedeutung. Die müssen auf jeden Fall geprüft werden. Dann gibt es noch Sanktionslisten der USA. Und da stellen viele Unternehmen die Frage, ja, wieso soll ich die eigentlich prüfen? Das US-Recht, dem unterliege ich nicht. Und wenn ich kein US-Unternehmen oder kein Unternehmen bin, das Tochtergesellschaft eines US-Unternehmens ist, dann muss ich mich doch dem Bereich eigentlich gar nicht unterwerfen. Das ist im Prinzip auch richtig, verkennt aber die Risikolage, denn die Amerikaner nehmen sich halt heraus, die Beachtung ihrer Vorschriften einzufordern, weltweit. Und die nehmen sich auch heraus, zu sanktionieren für den Fall, dass sie zum Erge also die Amerikaner zum Ergebnis kommen, da hat jemand gegen unsere Vorschriften verstoßen. Und weil man in der Regel sich einem solchen Verfahren lieber nicht stellt, es ist häufig angezeigt und das Ergebnis einer Risikoabwägung eben den Bereich US-Sanktionslisten doch mit einzubeziehen in die individuelle Organisation. Und deswegen, da kommen wir gleich noch dazu, wie das im Einzelnen läuft, sollte das ernsthaft in Erwägung gezogen werden, auch die US-Sanktionslisten zu überprüfen. Sanktionslisten anderer Länder, da kann man dann etwas entspannter sein, wenn sie also keine unmittelbare Beziehung zu beispielsweise japanischen und britischen Listen haben, weil sie dort vielleicht ein Unternehmen betreiben, dann erheben diese Länder nicht den Anspruch, dass ihre Vorschriften beachtet werden. Bei China, das
muss man noch beobachten. In ersten Entwürfen haben die Chinesen ja angedeutet, dass sie auch diese extensive Auslegung ihrer Vorschriften bevorzugen könnten, dass also auch bei Reexporten chinesischer Güter eine Exportkontrolle nach chinesischem Recht in Betracht kommt. Ob das dann am Ende gesetzt wird, muss man noch abwarten. Aber das wäre jetzt ein Land, was eventuell in Zukunft eben einen vergleichbaren Status haben könnte wie die USA. Ja, Personenkontrolle dann mithilfe des Internets, kostenlose Tools, die zur Verfügung stehen. Hier finanz-sanktionsliste.de, das wäre das Tool, das dann mit einem Überprüfungsvorgang alle EU-Sanktionslisten erfasst. Und für Unternehmen, für die das ein geeignetes Mittel ist, durchaus eine gute Sache. Man gibt in einem Suchfeld, ich gucke mal gerade, wenn ich einen vorgehe, ob ich das dann. Ja, genau, so sieht das dann aus. Hier gibt es ein Suchfeld, da geben Sie dann das Unternehmen ein, überprüfen dann, hier ist das Suchfeld, überprüfen und kriegen dann ausgeworfen die Mitteilung, kein Treffer oder eben die Mitteilung, wo es halt dann Listentreffer gegeben hat. Dann gibt es im Internet die Seite Sanctions Search, OFAC und so weiter. Das ist also das Sanktionslisten-Tool, das OFAC zur Verfügung stellt für seinen Zuständigkeitsbereich. In den USA ist das ja aufgeteilt. Da ist nicht wie bei uns eine Behörde zentral zuständig, wie bei uns das BAFA, sondern da gibt es einmal das OFAC, insbesondere befasst mit der Embargo-Kontrolle, länderspezifische Sanktionen. Und das BIS, das vielleicht eher vergleichbar mit unserem BAFA halt, insbesondere die warenbezogene Prüfung verantwortet. Die sind in unterschiedlichen Ministerien zugeordnet und pflegen halt ihre eigenen Internetseiten. Und über diese Seiten kann man dann die Prüfung durchführen. So sieht es also nach EU-Recht aus. Kommen wir zu dem Punkt indirekte Bereitstellung. Also das Gesetz sagt ja nicht, dass Sie prüfen müssen, hatten wir schon erläutert, aber das Gesetz sagt, an eine gelistete Person darf nichts geliefert werden. Und dann hat es in der Vergangenheit halt Unternehmen gegeben, die sich bei so einem auftretenden Hindernis, also Kunde meldet sich, es kommt zu Gesprächen, Sanktionslistenprüfung wird durchgeführt, Ergebnis Treffer. Eigentlich ist das Geschäft nach EU-Recht damit am Ende und es muss eigentlich alles eingestellt werden, was das Bereitstellen von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen betrifft. Und wenn Unternehmen jetzt anfangen, kreativ zu überlegen, wie kommen wir vielleicht aber doch noch zu der Lieferung und können unseren Auftrag ausführen, dann wäre eine denkbare Variante, wir suchen uns einen anderen Empfänger im Land des Kunden und was sie dann intern dort machen, das geht uns dann nichts mehr an. Das wäre rechtlich so nicht zulässig, denn im Gesetz steht, dass also an eine gelistete Person weder direkt noch indirekt bereitgestellt werden darf. Deswegen würden auch solche Umgehungsversuche vom Gesetzgeber und von den Behörden einkassiert werden. Das ist also zulässig nicht möglich. Und das, was ich gerade beschrieben habe, wäre der Fall, in dem das Unternehmen also vorsätzlich die Gesetze verletzt. Jetzt gibt es aber auch die Fälle, wo es einfach aus Unachtsamkeit, beispielsweise weil einem Vertriebsmitarbeiter bei den Vertragsgesprächen zwar bekannt geworden ist, dass da noch außer dem Kunden noch andere beteiligt sind, ja, noch ein Endverwender vorhanden ist, aber der Vertriebsmitarbeiter hat das nicht als relevant angesehen für das Geschäft und gibt die Informationen auch nicht an die Exportkontrolle weiter. Aber er Diese Information befindet sich im Unternehmen, weil sich das aus einer E-Mail beispielsweise ergibt, die der Kunde an das Unternehmen gerichtet hat und dort mitgeteilt hat, dass der und der Endverwender noch mit im Spiel ist. Dann hätte so ein Unternehmen eben Anhaltspunkte dafür, dass ein Endverwender vorhanden ist, der abweicht vom Kunden. Und wenn hier dann die Sanktionslistenprüfung unterlassen wird, und dieser Endverwender wäre aber
gelistet, dann hat das Unternehmen möglicherweise nicht vorsätzlich gegen die Vorschriften verstoßen, aber der schuldhafte und damit auch fahrlässige Verstoß gegen die Vorschriften würde da ausreichen. Also das Thema ist durchaus heikel und dementsprechend rät es sich auch, breite Kreise im Unternehmen zu schulen, dass eben auch Personen wie Vertriebsmitarbeiter über die rechtlichen Zusammenhänge im Bilde sind und wissen, dass sie entsprechende Informationen weitergeben müssen im Unternehmen. Ja, was ist also eine indirekte Bereitstellung? Lieferung auf Umwegen, hatte ich gerade erläutert. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Gesellschafter. Eine indirekte Bereitstellung an eine gelistete Person, muss man sagen, die kann auch dadurch zustande kommen, dass sie ein Unternehmen beliefern, das seinerseits nicht gelistet ist, an dem aber ein Gesellschafter beteiligt ist, der seinerseits auf einer Sanktionsliste steht. Solche Fälle gibt es im russischen Bereich gelegentlich. Wenn wir da an Oligarchen denken, reiche russische Personen, die Beteiligung an vielen Unternehmen haben. Oder große Konzerne, nehmen Sie Gazprom zum Beispiel, die an vielen Unternehmen beteiligt sind. Da kann es sein, dass Sie einen Vertrag schließen mit einer Gazprom-Tochter. Sie prüfen die, die ist nicht gelistet, weder EU noch US. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, haben wir überprüft, kein Treffer, also wir können liefern. Dabei wurde dann aber übersehen, dass Gazprom gelistet ist, zwar nicht in der EU, aber in den USA. Und das kann Auswirkungen haben. Und deswegen gibt es in den USA die 50% Rule und bei uns sieht das BaFa es ebenfalls so, dass in der Regel jedenfalls eine Beteiligung von 50% oder mehr der entscheidende Punkt ist. Es gibt dann auch noch in Ausnahmefällen andere Kriterien, wenn also so ein Gesellschafter zwar keine 50% hat, aber knapp darunter ist, aber aufgrund anderer Faktoren für die Behörden klar ist, dass der maßgeblichen Einfluss hat auf die Entscheidung ihres nicht gelisteten Unternehmens, dann kann das dem gleich geachtet werden. Aber in der Regel kann man sich orientieren an diesen 50%. Ja, jetzt die Frage, wie stellt man das fest und muss ich das immer überprüfen. Auch da gibt es keine gesetzliche Anordnung. Ja. Es gibt also keine Anordnung, die besagt, dass Sie so eine Überprüfung immer routinemäßig durchführen müssen. Aber auf Anhaltspunkte müssen Sie reagieren. Und wenn Sie jetzt im russischen Umfeld in irgendeiner Form mit Energie zu tun haben, beispielsweise, dann könnte man schon in Erwägung ziehen, dass das ein hinreichender Anhaltspunkt ist, um mal zu überprüfen, wer ist dann Gesellschafter bei euch und wie sind die Beteiligungsverhältnisse? Teilt uns das mal mit, weist uns das mal nach. Das wären dann so Aufklärungshandlungen, die man an der Stelle dann unternehmen könnte. Also indirekte Bereitstellung muss ernst genommen werden und ist relevant beim Thema Gesellschafter. Und dann hängt es am Ende auch von der Risikobewertung im Unternehmen ab, wie intensiv und wie engmaschig überprüft man das. Rechtsfolge eines Sanktionslistentreffers. Jetzt haben Sie so eine Trefferanzeige bekommen. Was heißt das dann für das Unternehmen? Im Gesetz steht, es besteht ein Bereitstellungsverbot. Es darf also keine Lieferung erfolgen, keine Dienstleistung erfolgen, keine Beratung erfolgen. Alles das, was im Handelsverkehr üblicherweise gegen Geld gehandelt wird, das wäre dann verboten. Auch nicht genehmigungspflichtig, sondern ein Verbot. Das Geschäft ist eigentlich am Ende so das EU-Recht. Und da kommt es auch nicht darauf an, was das für Waren sind und ob die für irgendwelche sensiblen Zwecke verwendet werden können, sondern BaFa sagt, auch eine Spielzeugeisenbahn würde dann eben nicht geliefert werden können. Einzige Ausnahme, muss man in einem Fall geprüft werden, Dinge, die zum sofortigen Verzehr gegeben werden, also die Tasse Kaffee oder das halbe Brötchen, das würde nicht darunter fallen, aber alles, was darüber hinausgeht, eben schon.
Der Abschluss des Vertrages fällt nach EU-Recht noch nicht unter das Bereitstellungsverbot. Auch der Bundesgerichtshof hat festgestellt in einem Urteil, dass nur die Erfüllung eines Vertrages verboten ist, nicht aber der Vertragsschluss selbst, weil mit dem Vertragsschluss als solchem wird noch nichts bereitgestellt. Und das kann wichtig sein für die Organisation im Unternehmen, wenn ein Unternehmen überlegt, an welcher Stelle der geschäftlichen Abläufe installieren wir die Sanktionslistenprüfung, dann könnte eine Entscheidung so aussehen, dass man sagt, das Angebot machen wir noch ohne Sanktionslistenprüfung, weil wir ganz viele Angebote versenden und kriegen in der Regel vielleicht nur 5 oder 10% Auftragsrücklauf. Und deswegen machen wir die Sanktionslistenprüfung erst dann, wenn es konkret wird und wir auch einen Auftrag bekommen. Das könnte man nach EU-Recht ohne weiteres so machen, ohne im Bereich der Rechtswidrigkeit sich zu bewegen. Wenn der Vertrag einmal geschlossen wurde und Sie stellen später fest, das haben Sie einen Sanktionslistentreffer, dann dürfen Sie nach EU-Recht eben nicht erfüllen. Sie würden dann von Ihrer Leistung auch frei werden. Was allerdings nicht verhindert, dass Sie eventuell Diskussionen mit Ihrem Kunden kriegen. Der sagt ja, du hast mir aber versprochen zu liefern, jetzt verweigerst du die Lieferung. Und je nachdem, welche Rechtsordnung Sie vereinbart haben, die für den Vertrag und seine Abwicklung gelten soll, können Sie vertragsrechtliche Probleme kriegen. Also wenn russisches Recht beispielsweise vereinbart ist und Sie wollen sich hinterher von der Pflicht zur Lieferung lossagen mit Rücksicht auf einen EU-Sanktionslistentreffer, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie eben nach russischem Zivilrecht dennoch verurteilt werden zur Lieferung oder dann eben zum Schadensersatz. Und um das zu vermeiden, sollte schon vor der vertraglich bindenden Erklärung die Sanktionslistenprüfung durchgeführt werden. Nach US-Recht kann es im Übrigen auch passieren, dass bereits der Vertragsschluss sanktioniert ist. Wenn man das alles zusammennimmt, das Risiko des US-Rechts, das dann vom EU-Recht abweicht an der Stelle und dass Sie vermeiden sollten, sich vertraglich zu binden mit einer gelisteten Person, die von Ihnen noch nicht überprüft wurde, sollte man schon überlegen, das Thema Sanktionslistenprüfung möglichst weit vorne, schon im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss, vielleicht jedenfalls vor der Versendung der Auftragsbestätigung anzusiedeln. So, wir gehen dann weiter. US-Sanktionslistenprüfung. Ja, also ich hatte hier zwei verschiedene Tools mal vorgestellt, wenn man das übers Internet überprüfen will. Und beim US-Recht ist es so, diese strikte Rechtsfolge eines Bereitstellungsverbots, die gibt es so nicht, sondern einem US-Sanktionslisteneintrag liegt immer eine Executive Order, irgendeine Anordnung der US-Behörden oder des US-Präsidenten zugrunde. Und auf der Basis eines solchen Executive Order erfolgt dann der Listeneintrag. Und diese Anordnung der US-Behörden, die Grundlage sind für den Listeneintrag, die ergeben dann die Reichweite und Umfang des Listeneintrages und dementsprechend auch die Rechtsfolge für ein Unternehmen. Und eigentlich müsste nach US-Recht halt diese Anordnung der US-Behörden ausgewertet werden, vom deutschen Unternehmen ausgewertet werden, mit der Frage, sind wir nach dieser Anordnung eigentlich gebunden an diesen Listeneintrag? Das wäre also immer eine individuelle Überprüfung, die durchaus umfangreich und aufwendig sein kann. Dementsprechend kann es natürlich auch eine organisatorische Entscheidung im Unternehmen sein, zu sagen, wenn wir einen US-Listentreffer angezeigt bekommen, dann verabschieden wir uns von dem Geschäft ebenso, als wenn das ein EU-Listentreffer wäre. Dann mag das in vielen Fällen übers Ziel hinausschießen und Sie lehnen ein Geschäft ab, das Sie bei näherer Betrachtung hätten durchführen können. Aber es kann eine kaufmännische Entscheidung sein, im Unternehmen zu sagen, den Aufwand, den nehmen wir nicht auf uns, sondern den
kürzen wir ab durch die Entscheidung, wir machen dann das Geschäft mit dieser gelisteten Person nicht. Wenn man aber sagt, wir würden den Auftrag lieber annehmen, als ihn abzulehnen, dann würde man bei einem US-Listentreffer nicht umhin kommen, ins Detail zu gehen und einzusteigen in die zugrunde liegenden US-Vorschriften, um das eben auszuwerten. So, und dann würde man zum Beispiel feststellen, ob die US-Sanktionen ihre Reichweite beschränkt auf US-Personen, ja, dass also US-Personen, US-Unternehmen ausschließlich daran gebunden sind, oder ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass auch andere außerhalb der USA, deutsche Unternehmen zum Beispiel, deutsche Personen, auch dieser Anordnung des Listentreffers unterliegen, ob es bei den Waren Einschränkungen gibt, ob es zum Thema Finanzsystem, US-Finanzsystem, Dollar als Währung im Vertrag zu vereinbaren, ob es da Einschränkungen gibt. Das alles müsste dann ausgewertet werden und das wäre dann das Ergebnis einer solchen Auswertung, die Feststellung und die Empfehlung im Unternehmen, wir können das Geschäft machen oder wir können das Geschäft eben nicht machen. Und da gibt es ein paar verschiedene Anzeichen, wo ich dazu tendiere, lieber die Finger davon zu lassen, Geschäft durchzuführen. Und bei manchen könnte man dann doch ein Geschäft abschließen und es auch eben durchführen. Und ich gehe mal gerade ein weiter, da habe ich mal Beispiel aufgeführt. Wenn man sich das hier anschaut, da ist dann überprüft worden, die Firma Rosneft Oil Company, und da hat es dann diesen Treffer gegeben. Und Sie sehen, hier oben steht Non-SDN, und dann ist das Programm, das die gesetzliche Grundlage, warum es diesen Listentreffer gibt, auch genannt. Ukraine-Sanktionen, Executive Order 13662. Und die wäre dann auszuwerten. Aber dann gibt es auch noch zusätzliche Einträge hier auf dieser Internetseite des OFAC, die auch von Bedeutung sind. Non-SDN heißt, diese Person steht nicht auf der SDN-Liste. Und hier in dem Fall eben auf der SSI. Das ist so eine wirtschaftssektorenbezogene Güterliste. Und deswegen gibt es auch die Hinweise hier auf die Directives, hier die 2 und die 4. Also dieser Listeneintrag ist beschränkt auf den Umfang der Directives 2 und 4. Und wenn man sich die anschaut, stellt man fest, dass man mit Rosneft eben keine Kapitalmarktgeschäfte tätigen kann und im Bereich der Öl- und Petrochemie eingeschränkt ist. Andere Geschäfte aber zulässig sind. Und wenn Ihr Auftrag lautet, halt Rosneft zu beliefern mit Dingen, die mit der Ölförderung nichts zu tun haben, dann könnte man das Geschäft durchaus tätigen. Das ergibt dann das Ergebnis einer recht umfangreichen Auswertung von Vorschriften und am Ende dann eben das Ergebnis, ich kann liefern oder ich kann nicht liefern. Das wäre also jetzt in dem Beispiel die Art der Vorgehensweise, wie ich damit umgehen müsste. Oder hier ein weiteres Beispiel, die Gas Group. Auch das Programm Ukraine 13662 und 13661. Da an der Stelle noch einen Hinweis, wie deutsche Unternehmen ganz grundsätzlich gerade mit diesen Programmen, die mit der Ukraine und Russland in Verbindung stehen, umgehen sollten. Denn die Amerikaner haben es uns da nicht leicht gemacht. Das OFAC hatte darauf, das war auch schon 2 Jahre her, darauf hingewiesen, dass es den Countering America's Advisory Through Sanctions Act gibt. Seit Ende 2000. 17 meine ich, wäre es gewesen, Ende 2017 in Kraft getreten. Und diese Vorschrift sieht vor, dass auch dann, wenn die Executive Order sich nur an US-Personen richtet oder an Vorgänge, die sich in den USA abspielen, Ausländer trotzdem bestraft werden können, wenn sie US-gelistete Personen gemäß diesen Programmen
eines, so drücken die das aus, Significant Transaction mit denen durchführen. Oder Material Assistance und andere Begriffe werden dort verwendet. Also wenn Sie nennenswerte, erhebliche Unterstützungsleistungen erbringen, dann können Sie nach US-Recht auch als Ausländer bestraft werden. Und dann ist natürlich für deutsche Unternehmen die Frage, ja, wie gehe ich mit dieser Information um? Und das ist auch in der Tat gar nicht so einfach zu entscheiden. Ich schaue nochmal eben hier zurück, ob wir was vergessen haben. Nee. Und wir sind jetzt in dem Bereich der von der Prüfung und der Entscheidungsfindung recht komplex ist. Und wir haben da mehrfach Kontakt mit dem OFAC gehabt. Und das OFAC sagt auch ganz klar, wir sind da nicht besonders, oder wir können da nicht hilfreiche Unterstützung für ausländische Unternehmen liefern, die jetzt Gewissheit haben will, ist denn das, was ich mit einer gelisteten, US-gelisteten Person mache, ist das significant oder nicht? Sagt das OFAC selber, unsere Kriterien, die wir dafür aufgestellt haben, ich gehe jetzt gerade mal etwas vor, um das aufzuzeigen. Hier, Significant Transactions, gibt es halt Erläuterungen der US-Behörden, aber die sind nicht besonders hilfreich. Ja? Ich habe das mal aufgeführt hier. Alle Tatsachen des Einzelfalls sind also einzubeziehen in die Betrachtung, ob etwas significant ist. Die Größe, Anzahl, Häufigkeit der Transaktion, die Natur der Transaktion, das Bewusstsein des Managements, sind Verhaltensmuster erkennbar. Der Zusammenhang der Transaktion und der gelisteten Person, Auswirkungen der Transaktion auf die gesetzlichen Ziele, also was wollen die US-Vorschriften mit diesem Listeneintrag verhindern und welche Auswirkungen hat ihre spezielle Lieferung dann auf diese gesetzlichen Ziele? Sind betrügerische Absichten erkennbar, also vorsätzliches Verhalten insbesondere? Andere Faktoren, und das ist jetzt das Kriterium, das wieder alles in Frage stellt. Andere Faktoren, die das Finanzministerium bei einer Einzelfallbetrachtung als relevant ansieht. Und wenn man sich allein diesen letzten Punkt anschaut, weiß man auch, dass man da von Deutschland aus betrachtet, auch von Beraterseite aus betrachtet, keine absolute Verlässlichkeit herstellen kann und sagen kann, also das Geschäft, was ich jetzt hier mache, ist definitiv nicht significant, sondern ich kann das Geschäft machen, ein gewisses Restrisiko bleibt also. Und das räumt doch das OFAC ein. Und da können wir davon ausgehen, dass das auch durchaus gewollt ist, diese Unsicherheit im Raum stehen zu lassen, um möglichst viele Nicht-US-Personen eben davon abzuhalten, abzuschrecken, solchen Geschäften mit US-gelisteten Personen dann näher zu treten. Und das OFAC hat in einem Fall eben auch gesagt, dass das Unternehmen in Deutschland selbst entscheiden muss, ob es das wert ist, dieses Risiko einzugehen, mit den US-Behörden in Konflikt zu geraten, gemessen am Erfolg dieses Geschäftsvorgangs für das Unternehmen. Ob es das wert ist, das war die Formulierung des OFAC, das muss eben das Unternehmen selbst entscheiden. Ich komme nachher noch dazu, welche Kriterien für so eine Risikobewertung erforderlich sind oder herangezogen werden können. Aber Fakt ist, eine Risikobewertung muss durchgeführt werden, wenn das Unternehmen sagt, wir wollen das Geschäft machen, trotz des US-Listeneintrags und trotz der Unsicherheit beim Thema Significant, wir wollen das Geschäft machen, dann muss eine Risikoanalyse durchgeführt werden und die Geschäftsführung, niemand anders im Unternehmen, aus meiner Sicht, muss am Ende die Entscheidung treffen, das Geschäft machen wir oder wir unterlassen es lieber. Jetzt gehe ich nochmal zurück, dass wir nichts übersehen haben. Ja, das beim Beispiel Gas Group zum Beispiel. Aber das OFAC sagt auch, was einer US-Person erlaubt ist, ist natürlich auch einem Ausländer erlaubt. Und US-Person ist zum Beispiel erlaubt, von Allgemeingenehmigungen, General Licenses, Gebrauch zu machen. Und bei der Gas Group gibt es die schon seit einiger Zeit. Da heißt es also, dass eben die Pflege von laufenden Verträgen, das Herunterfahren, aber eben auch die Erfüllung laufender Verträge unter bestimmten Voraussetzungen eben zulässig ist. Und das würde dann natürlich auch für ein deutsches Unternehmen gelten. Und seit einiger Zeit hinzugekommen ist auch die General License, die erlaubt,
Geschäfte im Bereich Automobilherstellung, wenn es da Umweltstandards, gewährleistende Motoren geht und solche Dinge durchzuführen. Das wäre dann auch von einer General License erlaubt für US-Personen, denn dafür ist die Vorschrift ja eigentlich gemacht. Aber weil dann das wirtschaftliche Handeln in diesem Wirtschaftssektor für US-Personen erlaubt ist, gilt das natürlich dann auch für deutsche Personen. Deswegen würde auch das dazu gehören, wenn ich einen US-Listentreffer habe, zu schauen, was ist denn US-Personen alles erlaubt? Gibt es eine Allgemeingenehmigung, die ich vielleicht dann nutzen kann? Und das wäre dann ein weiterer Prüfschritt, zu schauen, gibt es da irgendwas, was mir helfen könnte, um Sicherheit zu erlangen, dass ich den Vorgang durchführen kann. So, jetzt schauen wir mal. Das hatten wir uns angeschaut. Jetzt, ja, Huawei. Da sind wir jetzt im Zuständigkeitsbereich des BIS. Also Sanktionslistentreffer Huawei. Das würde dann so aussehen, wenn Sie in der Entity List prüfen mit der Suchfunktion, geben Huawei ein, kommen Sie halt auf diese Trefferanzeigen und dann ist ja auch angegeben, was von diesem Listeneintrag erfasst ist, nämlich eingeschränkt wäre dann die Liefermöglichkeit für alle Güter, die den US-Vorschriften, also den EAR, Export Administration Regulations, unterliegen. Die wären genehmigungspflichtig mit einer Vermutung dafür, dass es eben abgelehnt werden würde, sie die Genehmigung nicht bekommen, aber im Unterschied zu den OFAC Vorgängen könnte man beim BIS einen Genehmigungsantrag stellen, muss aber wie gesagt damit rechnen, dass der Genehmigungsantrag abgelehnt wird. Und bei Huawei war es eben so, Eintrag auf der Entity List, ja, wurde dann festgestellt von verschiedenen Unternehmen und das gilt dann auch für alle Tochtergesellschaften von Huawei weltweit, bis auf die Tochter, die in den USA ansässig ist und die Genehmigungspflicht gilt dann eben für alle US-Güter. Das sind nicht nur gelistete US-Güter, sondern das können auch sogenannte EAR 99-Güter, also nicht US-gelistete Güter sein. Diese Waren müssen halt nur in den USA hergestellt worden sein. Da gibt es verschiedene Einzelthemen, die aber dann heute den zeitlichen Rahmen sprengen würden. Aber auch die Feststellung, ob etwas US-Ursprung hat, kann durchaus schwierige Aufgabe sein. Ja, und das gilt dann eben auch für den Reexport. Und wenn also ein deutsches Unternehmen US-Waren, US-Güter an Huawei liefern will, dann würde das also nur mit Zustimmung des BIS möglich sein. Vorgehen bei US-Listentreffern hier nochmal die Zusammenfassung. Die sind unmittelbar relevant, häufig nur für US-Personen. Die Executive Order muss ausgewertet werden. Auch die Frage, US-Finanzsystem, ist das gesperrt oder nicht? Bei den BIS-Einträgen auf der Entity List beispielsweise ist das in der Regel nicht der Fall, weil diese Sanktionen nur warenbezogen sind. Beim OFAC allerdings muss man damit rechnen, dass das US-Finanzsystem insgesamt gesperrt ist. Also die Vereinbarung von Dollar als Währung geht nicht. Die Einschaltung einer US-Bank oder einer Bank mit einer Börsenzulassung in den USA, mit Geschäftsstellen in den USA geht nicht. Das muss sichergestellt sein. Und da rate ich auch dazu, transparent mit Ihrer Bank umzugehen und solche Dinge im Vorfeld zu besprechen, dass es da also einen US-Listentreffer gibt, der für Sie allerdings nicht relevant ist. Dass dann aber das Thema US-Finanzsystem transparent mit Ihrer Bank besprochen wird. Dann hatte ich gesagt, man muss bei bestimmten Einträgen aufpassen. Ich zeige das nochmal hier an dem Eintrag auf der SDN-List oder OFAC-Tool. Da wird ja dann das Programm angegeben und an der Stelle könnte es dann auch den Zusatz geben. Und hier, subject to secondary sanctions. Wenn Sie bei dem US-Listeneintrag diesen Zusatz finden,
Dann ist ganz klar, die Amerikaner beanspruchen, dass dieser US-Listeneintrag weltweit Beachtung findet. Und dann hängt es auch nicht mehr davon ab, ob irgendwas significant ist oder nicht. Da würde ich also generell von abraten, dann Geschäfte mit dieser gelisteten Person zu machen. Ja, und dann eben da zusätzlich die Einschränkung durch dieses Gesetz des US-Kongresses, was ich erwähnt hatte, das dann eben Bezug nimmt auf die Significant Transactions. So, wenn also Zweifel bleiben, Sie haben alles ausgewertet, aber Restrisiko bleibt, dann muss die Geschäftsführung am Ende die letzte Entscheidung treffen, nachdem die Exportkontrolle oder externe Berater diese Risikobewertung vorbereitet haben. Das sollte auch gut dokumentiert werden, denn sollten die US-Behörden mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens auf ein deutsches Unternehmen zukommen, ist natürlich wichtig darzulegen, dass man den Listentreffer erkannt hat, wie man damit umgegangen ist, auf welcher Basis man die Risikobewertung vorgenommen hat und wie man seine Entscheidung dann am Ende begründet hat, das Geschäft doch durchzuführen. Beispiel dafür, wie man mit einem vermeintlich kleinen Fehler bei der Sachbearbeitung doch erheblichen Schaden anrichten kann, ist hier dieser Fall der Firma Mohawk Global Logistics Corporation. Die sind vom BIS zu einer Strafe von 155.000 US-Dollar verurteilt worden, weil die bei der Sanktionslistenprüfung nur mit der Abkürzung des Empfängers und nicht mit seinem vollständigen Namen gearbeitet haben. Also in dieses Suchfeld nur die Abkürzung eingegeben haben, aber nicht den vollständigen Namen. Und dadurch ist dann ein falsches Ergebnis herausgekommen, nämlich die Anzeige war kein Treffer. Hätte man den vollständigen Namen eingetragen, wäre eine Trefferanzeige erfolgt und das hat 155.000 US-Dollar gekostet. So, zu den Significant Transactions hatte ich schon ausgeführt, das haben wir uns schon angeschaut. Wir gehen also weiter. Hier nochmal zusammengestellt, wie die Verwaltungspraxis des OFAC sich aus unserer Sicht darstellt. Das OFAC sagt also, wir stellen kein Verfahren bereit, um einen Vorgang freizugeben. Ja, in einem Fall hat ein deutsches Unternehmen gesagt, so, wir wollen da ganz offen im OFAC umgehen. Wir stellen einfach einen Antrag auf Genehmigung, Freigabe einer Lieferung an eine US-gelistete Person, weil wir sind keine US-Person, wir haben keine US-Güter im Spiel, wir nutzen nicht das US-Finanzsystem und wir beliefern auch nicht im Bereich der Öl- und Gasförderung. Wir brauchen eine Genehmigung vom OFAC, wir wollen eine Rechtssicherheit haben. Das OFAC sagt, nö, kriegt er von uns nicht. Wir stellen ein solches Verfahren nicht bereit. Es obliegt also der verantwortlichen Entscheidung eines Unternehmens selbst, das zu beurteilen. Das OFAC fügt aber wohl an, dass die US-Administration sich eben vorbehält, dennoch im Einzelfall einzuschreiten und Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und das sind natürlich keine guten Rückmeldungen aus den USA, wie man von Behördenseite dort mit solchen Dingen umgeht. Aber so ist die Situation. Eigener Eintrag auf der SIN-Liste droht, wenn das US-Gebiet, US-Güter, US-Personen, US-Finanzsystem involviert sind. Das sagt also das OFAC. Ne? Wenn ihr es macht und wir schätzen euren Vorgang als significant ein, dann droht ihr selber auf die Liste gesetzt zu werden. Und deswegen sind die Banken da auch häufig sehr sensibel und zurückhaltend, weil die natürlich wenig Interesse daran haben, über die Begleitung ihres Geschäfts ins Fadenkreuz der US-Behörden zu kommen und dann eine Sanktion zu erhalten, die dann ganz erheblich sein kann. Das ist der Hintergrund. Und deswegen sollten deutsche Unternehmen eben auch offen mit der Bank umgehen. Mir ist ein Fall bekannt, da hat ein deutsches Unternehmen Geld mit Ursprung in Nordkorea für einen Bereich Medizintechnik aus einem anderen Land zwar empfangen, aber der Hintergrund war Nordkorea und das über eine Bank abgewickelt, die eben Bezüge zum US-System hat. Ja, die hatten dann die Auffassung, solange die Bank das nicht weiß, interessiert es sie ja auch nicht. Aber später hat es sie dann doch interessiert, weil die kamen dann irgendwann, haben im Rahmen ihrer Compliance-Prüfung das Unternehmen gebeten, für einen Zeitraum in der Vergangenheit offenzulegen, welche Hintergründe die jeweiligen Auslandsüberweisungen haben.
Und dann wird es etwas unangenehm. Deswegen Transparenz. Ja, UFAG-Verweis auf die Eigenverantwortung hatte ich erwähnt und deswegen die Empfehlung Risikobewertung im Unternehmen, letzte Entscheidung Geschäftsführung. Die Risikobewertung, die sieht dann so aus, dass wir mal alle US-Vorschriften in dem Bereich Sanktionslisten daraufhin untersucht haben, was ist eigentlich die gesetzgeberische Intention, warum setzen die USA bestimmte Personen auf die Sanktionsliste. Und das haben wir hier mal zusammengetragen. Also Frage, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass unsere Lieferung, also von Deutschland nach Russland, die folgenden Aktivitäten der russischen Regierung unterstützt. Ja, und dann gibt es ja hier die Bereitstellung von militärischen oder paramilitärischen Kräften in der Krim-Region und in der Ukraine, die Stärkung des russischen Militärs bei dessen Aktivitäten zur Lieferung von Rüstungsgütern nach Syrien, das Untergraben von demokratischen Prozessen und Einrichtungen in der Ukraine, die Bedrohung des Friedens, der Sicherheit, Stabilität, Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und Sicherheit des Energiesektors der Ukraine, das Beitragen zur Veruntreuung des Vermögens der Ukraine, die Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA, Förderung des russischen Bergbaus und der Metallgewinnung, die Förderung des russischen Energiesektors, des russischen Ingenieurwesens, Cyberaktivitäten, Handel mit Geldmarktinstrumenten, Förderung von Rohöl und Erdgas in der Arktis oder in der russischen Tiefsee oder von Schieferprojekten zur Förderung von Rohöl, die Entwicklung und Bau von Pipelines in Russland. Menschenrechtsverletzungen, die Aktivitäten der russischen Geheimdienste und des russischen Militärs, Privatisierung von russischem Staatsvermögen, Darlehen internationaler Finanzinstitute gegenüber gelisteten Personen, Korruption, Einflussnahme der russischen Regierung auf das wirtschaftliche oder staatliche Geschehen in Europa und Eurasien. Das mal so zusammengetragen, was sich so aus den Motiven der US-Regierung ergibt, warum solche Sanktionslisten für Russland und Ukraine bestehen. Dann die Frage, haben wir Anhaltspunkte dafür, dass die geplante Lieferung Gegenstand von Umgehungsbestrebungen oder eines Verhaltensmusters des Kunden ist, um die gelistete Person bezogen auf die oben aufgeführten Aktivitäten oder in anderer Form zu unterstützen? Haben wir Anhaltspunkte für betrügerische Absichten des russischen Kunden, damit die eigentlich geplante Verwendung unserer Lieferung verschleiert wird? Das ist jetzt ein Beispiel für eine Risikobewertung und das muss im Unternehmen geprüft werden. Das können häufig am besten diejenigen, die den direkten Kontakt mit dem Kunden pflegen, Vertriebsmitarbeiter, die kriegen dann so eine Checkliste an die Hand, sollen sich dazu äußern. Wenn die jetzt überall ankreuzen, nein, haben wir keine Anhaltspunkte, wir haben für nichts von den Fragen hier Anhaltspunkte, die hier aufgeführt sind, dann wäre der Vorgang reif für die Vorlage an die Geschäftsführung und die müsste dann, ja, ich sag's mal etwas flapsig, sich den letzten Ruck geben. Will man das Geschäft durchführen und ein nicht näher konkretisierbares Restrisiko tragen? Wenn also eine solche Risikobewertung mit allen Antworten Nein, haben wir keine Anhaltspunkte, vorgelegt werden würde, würde ich persönlich jetzt auch sagen, dass auch ich dann keinen Anhaltspunkt dafür habe, dass das Geschäft in den Augen der US-Administration rechtswidrig ist. Aber wir erleben eben auch Entscheidungen und Äußerungen auch des US-Präsidenten, die da auch nicht gerade für Beruhigung sorgen, dass auch mal mit überraschenden Ergebnissen gerechnet werden muss. Deswegen gibt es ein Restrisiko und da muss eben die Geschäftsführung die letzte Verantwortung übernehmen, zu sagen, okay, dieses Restrisiko sind wir bereit zu tragen oder wir sind nicht bereit, es zu tragen. Und danach muss dann die Entscheidung fallen, ob das Geschäft durchgeführt wird oder nicht. Ja, zum Schluss habe ich noch zusammengestellt ein paar Informationen zu Sanktionen, die drohen bei Verstößen. Hier habe ich mal Verstöße gegen Vorschriften des BIS. Das BIS unterscheidet auch zwischen vorsätzlichem Verhalten. Ja, das Unternehmen weiß also, Huawei, die sind gelistet und US-Güter erfordern eine Genehmigung, aber wir liefern US-Güter trotzdem an Huawei und stellen keinen Genehmigungsantrag. Das wäre also dann vorsätzliches Verhalten und da
drohen 1 Million US-Dollar je Verstoß. Wenn Sie also mehrfach Vorgänge haben, die dann nachträglich aufgedeckt werden, dann würde sich das eben mit der Million Maximalrisiko multiplizieren. Oder eben auch Gefängnis bis zu 20 Jahren je Verstoß. Und das kann natürlich bei Mehrfachbegehung dann auch zu erheblichen Freiheitsstrafen führen. Zivilstrafen, das wären dann die, die bei fahrlässigem Verhalten einschlägig sind, bis, also da würde so eine Geldbuße bis 285.000 Dollar betragen oder der zweifache Wert der Transaktion, je nachdem was höher ist, und der Eintrag auf der Entity List würde drohen. Das wäre also so ein Risikopaket im Zuständigkeitsbereich des BIS. Fürs OFAC habe ich hier mal einen Fall zusammengestellt, Sanktionen gegen ZTE China. Da hat das OFAC also meinem Eindruck nach das Gesamtarsenal aller verfügbaren Sanktionen verhängt. Also einmal die erhebliche Geldstrafe, 1,7 Milliarden US-Dollar. Dann 10 Jahre der Eintrag auf einer Sanktionsliste. Das gibt es ja auch beim BIS, aber so eben auch beim OFAC. Das heißt, ein Unternehmen aus Deutschland, das auf einer SDN-Liste steht, wäre wirtschaftlich eigentlich am Ende, weil kaum ein Unternehmen mit internationalem Bezug das Risiko eingehen würde, mit einem solchen gelisteten Unternehmen noch Geschäfte zu machen. Dann die Auflage für 9 externe Compliance-Audits. Dazu wurde dann auch aufgetragen, dass ein Compliance-Coordinator bestellt werden muss. Und die US-Behörde hat das auch oder sich das Recht vorbehalten, die auszuwählen. Die Kosten trägt natürlich das Unternehmen. Da mussten alle Geschäftsführer und Mitarbeiter, die verantwortlich waren für die Gesetzesverstöße, entlassen werden. Und auf der Website des Unternehmens eben so mussten alle Güter veröffentlicht werden, die den US-Vorschriften unterliegen. Also in dem Umfang habe ich das noch nicht wahrgenommen. Aber das sind so die möglichen Risiken, die dann eben drohen im Umgang mit den US-Vorschriften. Was ich jetzt vermisse, ich hatte eigentlich auch eine Folie zu den deutschen Sanktionen. Mal eben suchen. Ne, finde sie nicht. Weiß nicht, wo sie geblieben ist. Ja, dann vielleicht von mir der Hinweis, wer gegen die Sanktionslisten der EU verstößt und dabei fahrlässig handelt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Der Bußgeldrahmen endet bei 500.000 Euro. Auch da gilt im Bereich des Bußgeldrechts, dass kann je Einzelfall verhängt werden. Und wir sind eben Fälle bekannt, wo die Zollbehörden dann bei der Überprüfung schon eingestiegen sind mit der Bemerkung, okay, wir haben ja 120 Fälle festgestellt, das war ein Verstoß gegen Zollvorschriften, da endet der Bußgeldrahmen bei 30.000 Euro. Aber das multipliziert ist eben ihr Maximalrisiko, so war dann die Begrüßung, hat sich nachher im Laufe des Verfahrens alles relativiert. Aber bei 500.000 Euro hört der Bußgeldrahmen eben bei Verstoß gegen diese Sanktionslisten auf. Wird dem Unternehmen Vorsatz nachgewiesen, dann bewegen wir uns im Bereich des Kriminalstrafrechts. Und da sind für den, ich nenne ihn mal Normalfall, wenn keine Qualifikationen hinzukommen, liegt der Strafrahmen bei 3 Jahren bis 5 Jahren Freiheitsstrafe. Und das verschärft sich dann noch und wird zum Verbrechen mit mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe, wenn für den Geheimdienst einer fremden Macht gehandelt wird, wenn als Mitglied einer Bande gehandelt wird. Und von einer Bande reden wir ab 3 Teilnehmern. Also wenn Geschäftsführer, Prokurist und Vertriebsleiter zusammenwirken, sich was überlegen, kann das schon eine Bande sein.
Oder wenn gewerbsmäßig, also fortgesetzt, solches Handeln genutzt wird, um sich eine Einnahmequelle zu verschaffen, dann wäre das gewerbsmäßiges Verhalten. Das würde den Strafrahmen dann erheblich nach oben pushen. Wenn dann noch zusätzlich eine Bande gewerbsmäßig handelt, dann fängt der Strafrahmen erst bei 2 Jahren an. Und bei mehr als 2 Jahren, 2 Jahren, 1 Tag würde auch keine Bewährungsstrafe mehr verhängt werden können. Also das sind schon erhebliche und empfindliche Strafrahmen, die auch der deutsche Gesetzgeber hier bereithält. Ergebnis, seien Sie vorsichtig im Umgang mit Sanktionslisten. Schneidern Sie für Ihr Unternehmen individuell das Programm zusammen, wie Sie es machen, ob Sie es machen, wie Sie es machen, wem Sie es übertragen, auch wie Sie mit US-Sanktionslistentreffern umgehen und treffen Sie auf der Basis Ihre verantwortliche Entscheidung. Und ich, jetzt gucke ich mal durch, meine, wir sind am Ende. Und da danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schalte mich. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ehrlich, für die umfangreichen Ausführungen zum Thema Sanktionslisten, einmal aus Sicht der EU, einmal aus Sicht, aber auch ganz wichtig sicherlich der amerikanischen Sanktionslisten. Das war schon recht umfangreich und trotzdem sind wir sehr gut in der Zeit. Insofern haben wir jetzt auch noch die Gelegenheit, die eine oder andere Frage, die aus dem Kreise hoffentlich noch zusätzlich kommt. Einige Fragen sind hier schon zusammengestellt worden, die ich auch gleich mit Ihnen in der entsprechenden Form auch durchgehen möchte, um vielleicht da nochmal eine Antwort zu finden, vielleicht auch eine zufriedenstellende Antwort darüber zu finden. Ich sehe hier in der Zwischenzeit kommen weitere Fragen mit an. Aber ich beginne mal mit der ersten Frage, ja schon ziemlich zu Anfang Ihres Vortrages gestellt wurde. Hier heißt es eben halt in der Frage, dass von Datenschutzbeauftragten oft moniert wird, dass nicht gegen US-Sanktionslisten geprüft werden dürfte. Die Frage an Sie natürlich. Wie sehen Sie das? Was ist Ihre Einschätzung dazu? Ist die Einschätzung möglicherweise der Datenschutzbeauftragten berechtigt oder sieht das etwas anders aus, Herr Dr. Jelisch? Ja, das ist eine berechtigte Frage, denn eigentlich sind ja deutsche Unternehmen gar nicht verpflichtet, also nach unserem Rechtssystem sind wir nicht verpflichtet, US-Vorschriften zu beachten. Und da stecken deutsche Unternehmen schon in einem Dilemma. Das gilt auch nicht nur für den Bereich Datenschutz, sondern auch vertragsrechtlich, wenn sie nach einem Vertragsschluss die Erfüllung ablehnen mit Verweis auf US-Vorschriften. Da ist mir zwar noch keine Entscheidung eines deutschen Zivilgerichts bekannt, aber wäre durchaus eine interessante Frage. Würde ein deutsches Landgericht die Nichterfüllung akzeptieren, weil sie begründet wird mit der Einschränkung durch US-Vorschriften, die ja von Rechts wegen eigentlich gar nicht verbindlich sind für uns? Man wird da über Zumutbarkeitsfragen diskutieren müssen. Und das Gleiche gilt am Ende auch für Datenschutzvorschriften. Also Strafvorschriften und gesetzliche Verbote setzen sich ja auch da in der Regel durch und so würde ich es dann auch handhaben, Umgang mit dem US-Recht. Also wenn ich einen deutlichen Anhaltspunkt dafür habe, dass mein Verhalten gegen US-Vorschriften verstößt und mir eine erhebliche Sanktion durch die US-Regierung droht, dann muss ich das am Ende durchsetzen können gegenüber Datenschutzvorschriften. Und wenn es am Ende mit Zumutbarkeitserwägungen begründet wird, dass es einem deutschen Unternehmen nicht zugemutet werden kann, beispielsweise den Eintrag auf einer SDN-Liste hinzunehmen, um Datenschutzvorschriften einzuhalten, ja, am Ende wird es auch da eine Risikoabwägung sein müssen, die den richtigen Weg weist. Aber per se im Unternehmen als Grundsatz zu nehmen, wir prüfen die US-Sanktionslisten nicht, weil Datenschutzrecht uns daran hindert, das wäre mir zu riskant.
Ja, prima, Dr. Erdisch, vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich hoffe, dass die Antwort auch für die anfragende Person an der Stelle erst einmal ausreichend ist. Wenn nicht, dann bitte ich einfach nur kurz über den Chat nochmal einen Hinweis zu geben. Oder wenn eben halt, wäre es auch gut, dann gehe ich nämlich auch gerne zu der nächsten Fragestellung über, die auch im Zusammenhang mit einer konkreten Überprüfung eines Namens, in dem Fall Abdul Rauf oder Rauf, über die Sanktionslisten einen Treffer aufgeworfen hat. Und dieser Kunde, vermute ich eben mit diesem entsprechenden Namen selber, mit Sitz in Kohat in Pakistan, war wohl offensichtlich sauber, aber dieser Abdul Rauf ist in diesem entsprechenden Schriftverkehr als Sachbearbeiter genannt worden, Kundenauftrag. Das vermute mal so, dass das die Frage ist, die Sie eben auch schon dahingehend beantwortet haben, wen man denn alles prüfen soll. Denn die Frage ist hier natürlich, können wir bedenkenlos liefern oder müssen unter Umständen mit Blick auf den entsprechenden Namen noch weitere Nachforschung vorgenommen werden hinsichtlich der Personenidentität etc. oder gegebenenfalls auch das BAFA zu unterrichten oder bla. Und das wäre die letzte Konsequenz, unter Umständen sogar auch den Auftrag zu stornieren, also eben halt nicht auszuführen. Also das ist die Frage, die hier konkret gestellt wird mit dem Namen Abdul Rauf in der Sanktionslistenprüfung. Sehen Sie das? Ja, also wenn er, also diese gelistete Person Sachbearbeiter ist, dann gehört er nicht zu den Personen, die von Gesetzes wegen zu überprüfen sind. Und das ist, wäre dann, wenn er als, Sachbearbeiter dann doch überprüft wurde, haben wir den Fall, wo ich schon mal den Hinweis gebe. Manchmal will man bestimmte Dinge auch gar nicht wissen oder man holt sich Probleme erst ins Haus, indem man dann so eine Überprüfung durchführt. Hätte man es gar nicht überprüft, würde man jetzt gar nicht in diesem Dilemma stecken. Von Gesetzes wegen ist es nicht notwendig. Jetzt haben Sie aber das Ergebnis da. Dann würde jetzt noch von meiner Sicht her erforderlich sein, mal abzustecken, was Sachbearbeiter, ja, aber was hat er jetzt für konkrete Aufgaben, welchen Einfluss hat er auf die Verwendung der Ware, wenn er aber keinen maßgeblichen Einfluss darauf hat, sprich weiterhin nichts dagegen, das Geschäft durchzuführen. Im Übrigen müsste vielleicht auch mit den weitergehenden Gesetzesquellen abgeklopft werden, ob er denn wirklich die gelistete Person ist oder ob das nur eine Namensgleichheit ist. Das wäre dann noch eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Aber als Sachbearbeiter, als handelnde Person gehört er nicht zu dem Kreis derjenigen, die von Gesetzes wegen zu prüfen sind. Und da würde dann kein Bereitstellungsverbot greifen, weil rechtlich geht die Lieferung eben nicht an ihn, sondern an das Unternehmen, für das er tätig ist. Ja, prima. Vielen Dank. Ich schließe daran an. Sie hatten vermutlich auch im Rahmen Ihrer entsprechenden Ausführung an einer Stelle von den sogenannten rechtlich erheblichen Personen gesprochen, die natürlich auch entsprechend zu überprüfen oder auch zu screenen sind. Das war nochmal eine Frage, ob das richtig verstanden worden ist, den Begriff. Rechtlich erhebliche Personen, also sprich zum Beispiel den Geschäftsführer eben nicht unbedingt prüfen zu müssen, wohl aber natürlich den Kunden oder die Firma an sich selbst zu screenen. Das ist das, was Sie ziemlich zu Anfang auch nochmal zum Ausdruck gebracht haben. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das der Begriff der rechtlich erheblichen Person, vielleicht kann man das nochmal ein bisschen ausweiten, auch in Verbindung mit der vorherigen Frage, dann auch wirklich nochmal in einen Guss dann unterbringen. Ja, mit rechtlich erheblicher Person meine ich den Vertragspartner, der, wenn er Ihr Kunde ist, der eben Anspruch auf Lieferung hat und dem Sie gegenüber auch die Rechnung erstellen. Und das bei Unternehmen wird das in der Regel eine Körperschaft sein, eine juristische Person. Und genau diese Person wäre dann auch anhand der Sanktionsliste zu prüfen. Das heißt, wenn ich überlege,
Wen prüfe ich anhand der Sanktionsliste? Schaue ich in meinen Vertrag, Auftrag, die Auftragsbestätigung, wer ist mein Vertragspartner? Und der wird überprüft. Der Geschäftsführer muss nicht geprüft werden. Bei Gesellschaftern, die ja aus den Geschäftspapieren in der Regel auch gar nicht hervorgehen, reagiere ich dann, wenn ich Anhaltspunkte dafür habe, dass es da Gesellschafter gibt und wer das ist. Und vielleicht habe ich auch schon die Information, dass die gelistet sind. Da muss ich denen natürlich nachgehen, aber anhaltspunktlos muss ich nicht jetzt flächendeckend mein ganzes Geschäft daraufhin abklopfen, wer sind dann immer die Gesellschafter und sind die gelistet oder sind die nicht gelistet. Man könnte aber durchaus vertreten zu sagen, so im russisch-ukrainischen Bereich, da mache ich das schon flächendeckend, da will ich einfach keine Diskussion mit den Behörden. Aber weltweit dazu überzugehen, bei den Gesellschaftern nachzufragen, das würde ich für übertrieben halten. Aber so, wenn das jetzt verständlich war, das meine ich mit dem Begriff rechtlich erhebliche Person. Und der Sachbearbeiter zum Beispiel ist eben nicht rechtlich erhebliche Person, weil er keinen Anspruch auf die Belieferung hat. Und das ist ja das, was die Behörden verhindern wollen. Die wollen ja mit dem Bereitstellungsverbot verhindern, dass eine gelistete Person die Verfügungsmacht bekommt über Waren, wirtschaftliche Ressourcen, Gelder. Und der Sachbearbeiter kann eben die Lieferung oder Geld oder was auch immer kommt, nicht für sich beanspruchen, sondern das geht ja ans Unternehmen. Und auch der Geschäftsführer kann das nicht für sich verwenden, es sei denn, er ist gleichzeitig auch Inhaber. Aber dann würde er eben über diese Schiene Gesellschafter und Inhaber wieder hineinkommen in die Prüfung. Aber der Geschäftsführer als solcher würde eben auch nicht zu dieser rechtlich erheblichen Person gehören. Das heißt, wenn ich mal zusammenfassen darf, ist natürlich zum einen erstmal das Unternehmen oder der Geschäftspartner, wie immer der dann ansprechend heißt, die sogenannte rechtlich erhebliche Person, die zu prüfen sind, die Personen, die handelnden Personen wie Geschäftsleitung, Sachbearbeitung, Leitungsebene, wie immer das auch genannt ist, grundsätzlich erst einmal nicht. Bei Gesellschaftern muss man wohl schon ein bisschen mehr aufpassen, zumindest mit Blick dann, wenn man bestimmte Anhaltspunkte dazu hätte. Ich denke wahrscheinlich, das gilt im Besonderen natürlich auch im Rahmen des Iran oder auch des Russland-Embargos. Da muss man natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr einmal hingucken, als ganz wegzugucken. Ich hoffe, dass ich das so richtig an dieser Stelle aus Ihrer Sicht zusammengefasst habe. Völlig korrekt. Und auch der Hinweis auf Iran war dann auch noch ein guter Hinweis. Da wird das natürlich auch gelten, wenn ich also Iran-Geschäft betreiben will, dass ich da vielleicht auch verstärkt mal hinterfrage, wer sind die Gesellschafter eines Unternehmens, wäre durchaus sinnvoll. Wunderbar, wunderbar. Es gibt noch eine Frage, die aus dem Kreise gestellt worden ist, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also es gibt noch ein bisschen Gelegenheit für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal eine Frage einzustellen. Aber diese Frage möchte ich gerne auch mit Blick auf das US-Recht. Ich lese sie an dieser Stelle vor. Würden Sie also auch von einem Geschäft mit einem SDN gelisteten abraten, bei dem kein US-Bezug, Klammer auf, kein US-Güter, kein US-Territorium besteht, außer einer US-Tochtergesellschaft, die aber nicht in dem Geschäft involviert ist. Wie würden Sie das beurteilen? Also bei einer SDN-gelisteten Person wäre der richtige Weg dann zu hinterfragen, aufgrund welchen Programms, welcher Executive Order ist dieser Listeneintrag erfolgt. Ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt dafür, dass auch Nicht-US-Personen erfasst werden vom Anwendungsbereich? Erwarten die US-Behörden, dass auch Ausländer sich danach richten? Und dieses Gesetz, CAZA, ist ja speziell für Russland und Iran gemacht worden. Habe ich mit diesem Umfeld zu tun? Wenn ich das alles ausschließen kann, aber die Person ist trotzdem SDN gelistet, aber ich habe keinen sonstigen Bezug zum US-Recht, dann spricht einiges dafür, dass das Geschäft gemacht werden kann. Also man kann jetzt nicht den Schluss ziehen, SDN, also
ist das Geschäft für mich nicht zulässig. Aber wenn jemand SDN gelistet ist, dann erhöht das natürlich die Notwendigkeit, eben besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein, besonders sorgfältig zu prüfen, ob ich eingeschränkt bin oder nicht. Und dann zur Not eben auch so eine Risikobewertung durchzuführen, wie ich es vorhin mal beispielhaft ausgeführt habe.